Hallo liebe Kinder und wer sonst noch zuschaut. Heute erzähle ich euch eine Herbstgeschichte. Auf einer großen Wiese lebte eine Mäusefamilie. Sie hatten viel zu tun, denn der Herbst war gekommen. Die Tage wurden kürzer und sie waren damit beschäftigt, Futter für den Winter zu besorgen. Sie sammelten Nüsse und sie sammelten Früchte. Und sie sammeln Kastanien, alles zu ihrer Mauer, in der sie wohnten. Nur eine Maus, die bewegte sich nicht vom Fleck. Und diese Maus heißt Frederik. Die Mäuse schauten zu Frederik und fragten: Frederik, wieso arbeitest du nicht? Dann sagte Frederik: Ich arbeite. Und was machst du? Fragten die Mäuse. Und Frederik sagte: Ich sammle Sonnenstrahlen für die kalten, dunklen Wintertage. Wir werden frieren und dann sollen uns die Sonnenstrahlen wärmen. Der Winter wird grau und eisig und vielleicht kann ich mit meinen Sonnenstrahlen etwas ausrichten. Und die Mäuse, die waren weiter dabei, ihr Futter zu sorgen, ihre Vorräte zu sammeln, alle wuselten und waren emsig. Und dann fragte wieder jemand: Schläfst du, Frederik? Nein, sagt Frederik, ich schlafe nicht. Ich sammle nämlich Farben, bunte Farben, weil es im Winter kaum noch bunte Farben gibt. Da gibt es kein schönes Laub mehr und keine bunten Blumen. Dafür sammle ich die Farben. Ach, die Mäuse wunderten sich und sie arbeiteten weiter, bis alle Vorräte weg waren. So, und die Mauer schön gefüllt. Und sie glaubten, genug zu haben zu essen. Aber Frederik saß immer noch oben auf seinem Baumstamm und die Mäuse fragten: Frederik, was machst du denn jetzt? Träumst du? Nein, sagt der Frederik, ich träume nicht. Jetzt sammle ich Wörter. Wörter? Wofür sammelst du Wörter, Frederik? Ich sammle Wörter, damit wir wissen, wo wir uns im Winter darüber unterhalten können. Die Mäuse haben das so angenommen, haben das akzeptiert, was Frederik sagt, und waren ja selber auch ganz fleißig. Und dann kam so langsam der Winter. Die Tage wurden kälter und dunkler und alle zogen sich zurück in ihre schützende Mauer. Und als dann der erste Schnee fiel und es richtig kalt wurde, saßen die Mäuse frierend in ihrer Mauer. Und am Anfang haben sie sich noch Geschichten erzählt von Katzen und von Füchsen. Aber irgendwann, da ging ihnen der Gesprächsstoff aus. Es passierte ja nichts mehr und es wurde ihnen langweilig. Keiner wollte mehr sprechen. Und dann fragten sie: Frederik,
Was ist denn mit deinen Vorräten, die du gesammelt hast? Dann sagt der Friederik, macht einmal die Augen zu. Alle haben die Augen geschlossen. Und dann sagt der Friederik, ich schicke euch jetzt Sonnenstrahlen. Warm und schön und golden. Und als die Mäuse so auf Friederiks Stimme hörten, wurde ihnen ganz kuschelig warm und sie mussten nicht mehr frieren. War das ein Zauber oder hatte der Friederik das geschafft mit seiner Stimme? Man weiß es nicht. Und was ist mit den Farben, sagen die Mäuse. Und Friederik sagt, macht wieder die Augen zu. Und erzählte von bunten Blumen, von bunten Farben. Von Sonnenblumen und von anderen Blumen. Und plötzlich konnten die anderen Mäuse die bunten Farben sehen. Und jetzt war ihre Welt nicht grau, sondern wieder bunt. Und was ist mit den Wörtern, fragten sie. Großen Stein, setzt sich hin, alle Mäuse lauschen und dann erzählt der Friederik. Wer streut die Schneeflocken? Wer schmilzt das Eis? Wer macht lautes Wetter? Wer macht es leis? Wer bringt Glücksklee im Juni heran? Wer verdunkelt den Tag? Wer zündet die Mondlampe an? Vier kleine Feldmäuse, wie du und ich, wohnen im Himmel und denken an dich. Die erste ist die Frühlingsmaus. Sie lässt den Regen lachen. Hat die Sommermaus die Blumen bunt zu machen. Die Herbstmaus schickt mit Nuss und Weizen schöne Grüße und Pantoffeln braucht die Wintermaus für ihre kalten Füße. Frühling, Sommer, Herbst und Winter sind vier Jahreszeiten, keine weniger und keine mehr. Vier verschiedene Fröhlichkeiten. Als Friederik aufgehört hatte, klatschen alle Mäuse und jubelten: Ja, super Friederik, toll gemacht Friederik, super, ganz klasse gemacht Friederik. Sie waren ganz aufgeregt, es ging ihnen richtig gut. Die Mäuse meinten, Friederik, du bist ja ein richtiger Dichter. Dann wurde Friederik ganz rot im Gesicht und sagte, ich weiß, ihr Mäusegesichter. Das war die Herbstgeschichte von Friederik. Tschüss!